So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Männersabbat hier auf meinem wunderschönen Kanal bei Landwirtschaftssimulator. Wir wollten erstmal heute gucken, wie teuer denn eigentlich ein LKW ist. Ein LKW ist bei 119 oder 6000 Leasingkosten. Also ist der billigste, das ist der kleine Lizard. Dann wollte ich eigentlich gucken, wie teuer ist denn ein Anhänger. Gibt es das nochmal extra? Nee, Anhänger. Also hier, die sind für 60.000. Ah, die können kein Häckselgut. Die können aber Saatgut transportieren. Also wenn, dann sind 48.000 für Häckselgut. Ach, das ist der Mod. Das ist der Fliegel. 48, also hier 49. 59 für 78.000. Könnte man sich dann alles umrechnen. Alles sind so die Sachen, was ich jetzt gesagt habe. Dann könnte man wieder überlegen, Häckselgut anzufangen. Ach, finde der hier eigentlich geil. Ist allerdings. Können wir kein Häckselgut, sondern bloß normale Sachen transportieren. Und der größte, der jetzt hier, der wäre der Krone mit, auch mit 56. Der kann aber auch ein Häckselgut. Also ich glaube, mit dem Kram wäre man schon besser. Da könnte man alles transportieren. Andere Sache, die wir heute machen wollten oder gucken wollten, wir wollten gucken, dass in einer Stunde meine Person vor der Haustür steht. Wir wollten gucken, wie teuer ist denn das Zeug für, oh, Tiefler, der war 22.000, okay. Anhänger, Transport, Dollies, Forst. Das ist die 26.000. Die brauche ich und die brauche ich. Also die beiden Sachen könnte ich. Ach, das ist eine Baumsäge oder wie jetzt? Mit einer Säge fällst du Bäume. Dann zum Transport. Das gibt es? Es gibt eine Maschine zum Ziehen? Sehr geil. Ja, und den habe ich ja gesagt gehabt, ist ein bisschen mistig. Also man hätte eine Rampe und kann mit dem ziehen oder drauf schieben. Aber gut, 26.000. Wir können jeweils eine Palette drauflegen an Dings und 5.000. Das heißt, wir haben da schon wieder 31.000. 31.000 plus Paletten mit Palette Setzlinge. Jetzt wären wir bei 32.000. Okay. Was war mit Pappe? Baumpflanzmaschine. Gut, okay. Frage ich auch nicht nach. Ebenfalls, wir brauchen jetzt wieder 32.000. Die können wir sich holen. Aber wir wollten erstmal, was wollen wir erstmal? Wir nehmen erstmal hier das Transportieren an. Vertrag akzeptieren. Gucken uns mal an, was das eigentlich für eine Fahrt ist, was wir da fahren sollten. Vom Hafen nach unten zu. Entweder ist das was zum Überladen oder wir brauchen eine Palettengabel. Dann kommen wir aber auch noch eine Palettengabel für 3.000. Das ist ja, was sind das? Und da können wir uns nämlich heute noch mal ein paar Pläne machen, was die Zukunft bei uns im Landwirtschaftssimulator anzeigt oder geben möchte. Ich würde mal sagen, im Moment sieht es so aus, dass wir als nächstes Dings holen. Und erstmal die Baumsitzdinge und neue Bäume pflanzen. Gucken, wo ich das kann. Und dann gehen wir über auf die Sache, neues Feld irgendwann mal kaufen. Und dann Schafe, genau, ich wollte auch noch gucken, was Schafe kosten oder was Schafe brauchen.
So, wenn es jetzt wirklich so eine Palette ist. Halt. Falsch. Ich kann jetzt hier weiterfahren. Dann haben wir unsere Mission für heute. Ach, leck mich doch. Ach, leck mich doch. Sechse. Nee, die passen hier nicht drauf. Gut, okay. Dann war es das auch mit der Mission. Gucken wir mal kurz. Ernten, Feld 1. Für 3000. Spritzen. Mit Pflanzenschutz. Transportieren. Eigentlich wäre das nur die einzige Mission, die wir jetzt, wo wir nichts machen müssen. Aber Feld 1 ist ja hier oben. Wäre das hier. Das ist mir ein bisschen zu weit. Ich würde mal sagen, wir lassen das erstmal. Wir machen jetzt das, was wir jetzt erstmal als nächstes geplant haben. Das kriegt mir ein bisschen an. Das war doch zu viel. Also da bräuchte man doch irgendwann mal den LKW, dass man hinten die Ladefläche hat zum Draufladen. Weiß ich nicht. Oder irgendeinen anderen zum Ballenanhänger. Guten Ballenanhänger hätte man sich mieten können. Hui! Die Madrid ist so scheiße. Allgemein die Fahrzeuge, die switchen. Die fliegen hier rum bis zum Gerät nicht mehr und ich sehe, wir haben wieder 14.37. Das war voll gratis gewesen. Also 37 meine ich nicht. Die 14 Uhr, sondern 14? 15? 16? Was? 15? Genau, 15. Und vorhin war es 14 oder 37. Da weiß ich jetzt schon, wie lange, dass ich wieder lange vom PC sitze. Ich muss erstmal noch scheißen gehen, vor, so dann kommt und alles lüften. Ja. Scheiße, wischen wollte ich auch noch. Ganz vergessen. Wir fahren. Wie machen wir es denn jetzt? Wir holen erstmal uns die Pflanzmaschine und hoffen, dass wir auf dem normal, so ein bisschen normal auf dem unseren Grundstück was machen müssen, sonst müssen wir nämlich ein neues Feld erstellen. Das will ich eigentlich auch schon gerne. Eine Kiste. 119 Liter. So, den Ton zurückfahren. Lucy auch. Lucy auch. Weizen können wir auch als nächstes wieder anpflanzen. Werde ich auch machen, damit wir ein bisschen Stroh einsammeln können. Das wäre gut. Also wir fangen heute an zu gucken, dass wir die Holzproduktion steigern können. Das ist, glaube ich, heute unsere Aufgabe. Was hinkriegen, also gucken, ob das so funktioniert, wie wir hier denken. Da bin ich wirklich mal gespannt. So, Scheiß. So, halt, wir müssen Geld aber dafür noch uns kurz wiederholen. Leihen. 2 und 3. Oh, das müsste genau passen sogar. Wenn ich jetzt alles kaufe, das was ich brauche, also das brauche ich. Kaufen, ja. Baumstümpfe muss ich sowieso entfernen. Kaufen, ja. Und dann bleiben noch 1000 übrig für meine Pappel. So.
Wir werden jetzt bloß den hier mitnehmen können. Es gibt einen Helfer zum Einstellen. So. Und den kann man ja bloß hinten ansetzen. Würde ich mal sagen, wir probieren es einfach mal vorne. Ne, den geht zum Beispiel nur hinten. Der braucht seine drei Punktdings. Hey, das ist ja... Soll ich mir Kleingewicht dazu kaufen? Müssen wir noch mal kurz einen Kredit aufnehmen. 700 Kilo oder 600 Kilo? Hm. Probieren es, glaube ich, mal mit 700 hier. Hier muss ein Gewicht dran. Das kann ich denn hier ganz vergessen, ich glaube ich. Tut mir leid für das Schild. Komme ich auch gerne auf, aber ich kann auch den Anhänger einfach abmachen. Jetzt ist er falsch rum. Oder ist er jetzt falsch rum? Der ist falsch rum. Ach, leg mich doch. Weißt du alles von vorne, dass du rückwärts ranfahren kannst? Oh, der, nein, warum? Ach, der geht nie dran. Ach, nein. Kann man an den Waldrand noch was vorne dran bauen, den 3-Punkt. Oh, Scheibenkleister. Kompakt. Valtra. Reifenholen. Ah, ich kann die, das Frontgewicht mit dran. Ach, gut. Das Gewicht bitte verkaufen hier. Kann ich nämlich gleich 500 Gramm Gewicht vorne dran bauen lassen. Sehr praktisch. Konfigurieren. Für 600 Konfigurieren. Ja, passt. Das müsste eigentlich viel besser fahren. Fährt viel besser. Er hebt nicht mehr ab. Sehr nice. So, und das will ich jetzt noch diesen paar testen. Und jetzt muss ich überlegen, was wir dann machen. Wird man dann beende ich erstmal den Part. Und die Season beende ich die. Wunder, dass ich besser fahre, nicht wahr? Och, leck mich. Da steht er. Klar wäre im echten Leben auch gewesen. Jetzt war ich mal kurz unrealistisch, hier ein bisschen zu gucken, ob der auch dranhängen bleibt. Alter, dampft ganz schön. Aber ich würde mal sagen, realistisch genug, also der hebt kurz ab. Kann ich auch nicht ändern, der ist schon ziemlich schwer, der Anhänger.
wollte gerade sagen, Unbekannungszahl. Na gut, dann fahren wir mal kurz noch ran, gucken mal, ob das funktioniert. So wie ich das denke, wie ich das möchte. Wenn ja, dann haben wir relativ gutes Geld bestimmt in kurzer Zeit verdient. Das können wir auch hier vorne machen, so ist es ja auch nicht. Sieht auch geil aus, wenn so die Maschine hier, die Waltra-Maschine so dazwischen fährt, die rote. So. Dann gucken wir mal. Saatmaschinen, Pflanzmaschinen senken. Es klappt. Es klappt. Es klappt. Nice, Leute. Da würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann haben wir einen Daumen nach unten. Schreibt in den Kommentaren, Männer von sehen würdet auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt dann, ja, Männer Support. Ciao, ciao.